So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu. Wir machen heute weiter. Ja, es geht weiter heute mit dem Thema Pokémon Liga. Ich habe mein Team mittlerweile fertig aufgebaut mit Pikachu, Quappo, Lavados, Mewtwo, Bisasflor und Rizos. Das wird das finale Team sein, das heute den zweiten Angriff in der Pokémon Liga angeht. Wir wollen natürlich heute endlich die Rematches stehen nämlich an in der Pokémon-Liga. Willkommen in der Pokémon-Liga. Du kommst gerade recht. Wir sind nämlich nach einem Kampf zumute. Zieh dich besser warm an. Ja, die Rematches stehen heute an in der Pokémon-Liga. Und das sind die, auch die letzten, werden auch die letzten Folgen werden. Mein Pokémon Let's Go Pikachu. Danach weiter mit einem anderen Let's Play. Und dann geht's irgendwann weiter mit Pokémon Let's Go Evoli. Aber jetzt erstmal Pikachu. 6 Pokémon hat sie im Team. Nicht nur 5, sondern glatte 6. So geht's mit dem Duell Pikachu gegen Yugong. Na, nicht ganz. Yugong setzt Kaskade ein. Natürlich sind die Pokémon ein bisschen stärker jetzt mittlerweile. Ihre Pokémon zumindest. Meine, unsere natürlich auch. Aber wir greifen erstmal das erste Pokémon von Jan. Das haben wir schon erledigt mit Yugong. Wir werden wieder 3 Trainer hier besiegen. Nicht bitte jetzt wundern. Es ist die Eis-Variante von Sandama. Alola Sandama. Deswegen sieht so aus. So, er geht erstmal drauf. Und grillt dieses Sandama kurz mal hinweg. Und Austos. Und dann werde ich wieder auf Pikachu gehen. So. Nummer 3. Und Austos verabschiedet sich auch. Nummer 3 ist mittlerweile schon down von der guten Lorelei. Mit Rossana kommt jetzt das nächste Pokémon ins Duell. Deswegen der Wechsel von Pikachu wieder zurück zu Lavados. Also die werden wahrscheinlich erstmal nur Pikachu und Lavados machen. Und wieder ein Feuersturm, aber der Todeskurs zuerst. Und Lavados schläft ein. Es ist nur Level 57, also es ist so. So, wir müssen also wieder wechseln. Ich habe ja noch einen Aufwecker. Ja, wir haben das Problem, dass wir nur ein Pokémon haben im Duell im Kampf. Und nicht normalerweise 2. Oh, oh, Blizzard. Oh, der Volltreffer packt Lavados. Ich habe doch nicht mit Ding drin. Es macht natürlich jetzt alles ein bisschen schwieriger. Okay. Mit Spukler ist es euch einfach geworden. Die trifft aber jetzt mit Wizard ganz schön.
vier hintereinander gesehen. Fünf hintereinander. Was ist denn heute? Was ist denn jetzt los? Krasse Scheiße. Was ist, geht ab, Alter? Mit diesem Rossana. Das ist so ein Mega-Rossana, oder was? Vor allem hat er danach noch Lapras. Lapras und Lamus, glaube ich. Uiuiui, ui, ui. Das wird auf jeden Fall ein harter Fight werden. Lamus, okay. Jetzt kommt Lamus. Das können wir versuchen zu packen. Mit Pikachu. Ja, genau. Bei ihm treffen wir alle fünf Bläser hintereinander, aber bei mir, der erste Donner geht schon mal daneben. Genau. Der zweite Donner braucht auch nicht treffen. Warum auch? Dieses Lamus gewinnt tatsächlich noch gegen uns. Ja, Tim hat es gegessen. Also ich denke, es wird schwierig werden, da jetzt auch was zu reißen. Weil alles einfach mal kurz komplett fehlschlägt. Was? Es ist wirkungslos? Mein Leber trifft nicht? Oh nein, ich wollte Top-Genesung einsetzen in Pikachu. Mann, es läuft aber auch gerade gar nicht zusammen. Jetzt läuft gerade überhaupt nicht zusammen. Jetzt müssen wir es versuchen, irgendwie zu drehen. Natürlich nicht. Alles läuft gerade schief. Ich habe so eine sowas. So Start ist ja nicht. Vielleicht 10% die Chance am Treffen bei mir. Ja, ich sag ja, es war von Anfang an klar, dass es nicht einfach wird. Aber so hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Lamus ist schon mal weg. Ah, das Rossana, das hat mir definitiv Lücken ohne Ende in den Kampf in meinem Team gefressen. Mit ein bisschen Glück kriege ich mich so. Na, krieg ich nicht. Aber klar. Also, jetzt setzt er wieder Blizzard ein. Nein! Also, er trifft mich. Dann ist das halt so reißen. Ja, wo jetzt muss ich gehen. Ein harter Kampf geht zu Ende, aber wir haben Lorelei besiegt. Ein harter, wirklich harter, harter Fight. Den hätte ich nicht so erwartet. So, wir müssen also unser Team bisschen heilen. Das ist jetzt klar. Nächster müsste Bruno sein. Rossana mit allen fünf Blizzard trifft das Viech und haut mir so fast mein komplettes Team weg. So, Teambox.
So, ein paar Unlichtattacken für Mewtwo und Spukball auf den Geist hinterher. Ja, das war auch ein Fehler von mir, dass ich Mewtwo nicht noch ein paar neue Attacken beigebracht habe. Deswegen werden es auch diesmal nicht nur drei Trainer, sondern zwei. Wir machen drei Folgen insgesamt raus, also jeder zwei Trainer beim Champ. Dann. Naja. So, wir fangen an also mit. Du fängst damit an. Ich weiß nicht, was er hat. Ich vermute, dass er die Variante spielt. Okay, wird er nicht. Also ich kann meinen Rivalen leider nicht rufen. Mein Dings nicht rufen. Gut, dann wird es einfach wird's schwieriger. Aber ich war alles andere als träge und habe meine Kampf-Pokémon unermüdlich trainiert. Warte, ich war ein Feuerwerk gefasst. Hahaha, los geht's. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen abgelenkt war. Schwein, alles gut. So, fangen wir mit Bruno. Genau die Variante, die ich vermutet hatte, dass er mit Onix kommt als erstes. Onix ist schon mal down, das war Nummer 1. Mal gucken, was er als letztes hat. Der muss also noch was in der Hinterhand haben. Nocturne auf jeden Fall jetzt erstmal. Mewtwo dafür rein. Bruno sollte deutlich einfacher werden. Psychokinese. Tschüss, Nocturne. Nummer 2 down. Quapo. Gut, dann kann man das weiterspielen und spielen. Nochmal ein Psychokinese hinterher. Quapo geht auch in die ewigen Jagdgründe ein. Rizeros. Kiowatz hat er noch. Okay, Kiowatz hat er noch. Dann machen wir das ganze Spielchen so und dann gehen wir wieder auf Bisa Floor. Dann Mewtwo ist quasi für der ist Machomai noch und gab das letzte Onix, was er noch hat. Ich weiß nicht, was er noch hat. Ich glaube, Onix müsste er dann auch noch haben. Oh, ist das ein Alola? Okay, es ist das Alola. Kiowatz. Naja, war. Und mach vorbei. Das ist der vorletzte. Und da geht's wieder auf Mewtwo. So. Ja. Und auch Mantomai hat keine Chance gegen uns. Gegen unser Mewtwo. 49 für Bisaflor. 59, Entschuldigung. Und Kikli wird der letzte sein. Und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Das war's, Bruno. Ist auch Geschichte. Ha, mein Training reicht immer noch nicht aus. Ich muss mich nur der Wahl stellen. So wie du dich gleich der nächste Herausforderung stellen musst.
Ja, das ist die gute Agathe, die aber nicht gleich der Gegner ist, wie beim letzten Mal. Sondern morgen. Bis dahin oder Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu.